Hallihallo, liebe Leute, zu Folge 7 von The Darkest Dungeon. Ich heiße euch herzlich willkommen und da ich hier glaube ich nicht mehr viel zu tun, weil ich die letzte Mal noch in die alle noch in die Entspannungseinrichtungen gesteckt habe. Hier könnte ich halt noch jemanden behandeln, den ich nicht mitnehmen will, irgendwie von schlechten Angewohnheiten befreien. Den zum Beispiel nicht. Und das hat Fog, nein. Kann ich auch nichts heilen. Auch nichts. Auch nichts. Auch nichts. Auch nichts. Und den habe ich schon geheilt. Okay, also kann niemanden heilen. Ja, würde ich sagen, gehen wir mal hier rein. Ich habe den Boss letztes Mal einmal besiegt. Wen haben wir denn hier? Varen's Adventurer haben wir hier zum Beispiel. Der hat einen Varen's Boost. Wenn ich hier Rotpferde mitnehmen will, der hat in Ruinen was. Also da wäre das dann ganz günstig, wenn wir ihn mitnehmen. Auf ganz hinten zum Beispiel. Hat Julie auch was für die Ruinen? Nein, Weld hat die. Schade. Der hat überhaupt keinen Boni für irgendwelche Belohnungen. Der hat nur Ruin Adventurer. Der hatte mehr Stressresistenz. Problem ist, dass er schon ziemlich viel Stress hat. Ich würde wahrscheinlich trotzdem nochmal mitnehmen. Varen's Hatred, Hardskinned, Evasive. Ich weiß nicht, ich zweifle, der war wohl wahrscheinlich nicht. Und der hat Varen's zweimal. Ruined Explorer, nehme ich doch den noch mit. Nehme ich doch den lieber nicht mit, glaube ich. Auch der hat halt nur Stressresistenz an der Stelle. Dann nehme ich den lieber nicht mit. Nehme den in die erste Position. Das müsste nämlich noch gehen. Nehme Guppy dafür mit. Und dann wahrscheinlich noch Shirley als Shirley oder. Ne, Lily kann ich sowieso nicht mitnehmen. Dann Shirley als Heilerin. Eigentlich auch ganz hinter. Ne, wieder auf den dritten Platz. Okay, dann dahin. So. Da könnte ich ein Item kriegen. Minus 20% Heilung und plus 20% Stressheilung. Okay. Vom Okkultisten. Wer ist denn der Okkultist bei mir? Schon ein Okkultisten? Ich habe überhaupt noch keinen Okkultisten dabei. Würde ich wahrscheinlich mal den angehen. Apprentice, kurz. Na komm. Provision. So. Ich hatte jetzt immer Essen. Ich glaube 12 dabei. Fackeln so 10. Und eine Schaufel, wenn ich mich nicht irre. Ich nehme auch mal Medical Herbs mit, einfach nur weil ich es kann. Light Poison Toxins, Tarnung, Strongboxes und Durst. Das habe ich ja nicht einmal gebraucht. Ich glaube, das brauche ich jetzt nicht in diesem Durchlauf. Ich würde mal sagen, wir gehen mal los in die Ruinen. Und die sagen, auf geht's. Wir machen uns auf den Weg. Wenn jetzt Menschen. Man spielt nicht abgeschlossen, so gut. The fiends must be driven back. And what better place to begin than the seat Tomb of Battles. Our noble line? Einfach losgehen, würde ich sagen. Hier wird man doch schon mal reingucken. Yeah, Loot. Take all. So. War das nicht? Nein, das war nicht, wo. Das hier macht allen Schaden. Oh, und alle dodgen. Shit. Blinding Guess. Ja, er gibt sich selbst einen Damage von minus 100%. Okay, er macht dann keinen Schaden selber. Okay. Würde ich wahrscheinlich. Das ist nur auf den. Disorienting Blast. Auf den machen. Wir tauschen halt so. Ich versuche ein bisschen den, der anscheinend hinten stehen soll, ein bisschen da rauszunehmen.
Dazzling Light. Machen wir doch mal auf den hier. So, der Stun, perfekt. Haben wir jetzt eine Stun-Resistenz bekommen. Das ist gedodged. Hier ist unser Damage. Intimidate, okay. Kann sie selbst Damage und Minus Crit geben? Ja, das will ich alles nicht. Ach, schade. Ich würde trotzdem gerne das nochmal versuchen, auf alle zu schießen. Da ist einer tot. Dazzling Light, nochmal auf den. Deswegen ist Stunt, sehr gut. Kommt maximal einer von den blöden Spinnen dran, die noch ein bisschen Schaden macht. Cure Blight. Kann auch bei dieselben machen. Sehr gut. Cured. So. Und du versuchst mal anzugreifen. 14 macht halt richtig übel Schaden, wenn er trifft. Press this advantage. Give them no quarter. Ich habe Items bekommen. Move Resistance, Protection minus 1 Speed minus 8 Dodge. Heavy Boots. Was ist denn Move Resistance? Achso, die werden weniger wahrscheinlich wegbewegt, meinst du? Das ist natürlich ganz geil. Kann ich die für irgendjemanden benutzen? Soll ich auf die da? Ah, okay. So. Sehr gut. Die darf sowieso als letztes dran kommen, um mich zu heilen. Von daher passt das schon. Ja, das ist ja mal ganz geil. Es kommt sozusagen auch Loot rein in Woche 7. Hat die denn Stress gekriegt? Das muss ich mir mal erklären. Wie die da Stress bekommen hat. Oh, hier hätte ich vielleicht. Marchrands? Yes, Divine Lords, I am here. Ach so. Enlightened. In town will only meditate for stress relief. Genau. Obsessed with sainthood. Genau, das war jetzt das Problem, was jetzt angesetzt hat. Okay. Dafür habe ich jetzt 74 Light. Das ist immer ganz gut bis jetzt. Nur ein bisschen Gold drin. Von daher finde ich das jetzt nicht so schlimm. Wie weit geht's denn eigentlich noch? Ich kann mal scouten. Weil da jetzt bestimmt ein Kampf, wenn es dort Gold gibt. Okay, so weit geht's noch. Ich muss sowieso durchlaufen, also. Ich will es ja alles abschließen. Erstmal Fackel hier zünden, damit wir ein bisschen Licht haben. Komm, machen wir gleich eine zweite. As the light gains purchase, spirits are lifted. Hätte ich vielleicht den Schlüssel gebraucht. Schade. Kann ich was machen? Very left the side, but this cabinet is locked. Ich versuch's mal. Ja, trapped. Aber er hat resistiert, war irgendein Giftmechanismus drin. Okay. Sehr gut, und der hat zum Glück keinen Giftschaden bekommen. Take aim. Auf jeden Fall. Noxious Blast. Blinding Gas. Blinding Gas. Blinding Gas. So, und er versucht mal zu treffen direkt auf den Bone Soldier. Schade. Den ersten trifft er nie, ey. Das ist echt ein bisschen kacke. Graveyard Slash, aua. Ich tue doch weh. Battlefield Medicine, ja, sehr gut. Cured. Perfekt. So, und jetzt würde ich sagen, Grapeshot Blast, wenn man alle nicht trifft. Ach, die zieht ihn nach vorne. Oh, das ist scheiße. Das ist richtig scheiße. Und jetzt. Der ist komplett. Ah, hä? Das hat, wurde doch geheilt. Mich verarschen. Destroyed. Oh. Well struck. Dazzling Light. Würde ich gerne noch wieder machen.
Nämlich keinen Bock mehr auf das, die da irgendwie da noch rummacht. So, ich würde sagen, ich greife mal den ganz normal an. Vielleicht mich auch bewegen sollen. Nicht so gut. Dann greift er mir nur den ersten an. Der schon mal nicht so schlecht ist. Wieder heilen, damit er nicht stirbt hier irgendwie. Der läuft mal zumindest eins nach hinten, dann ist nicht mehr ganz so entscheidend. Und dann soll ich mal selber heilen. Daneben, sehr gut. Graveyard Slash. Ah, geht doch auf den zweiten auch. Schade. Hätte gedacht, das geht nicht. Target hier. Kann doch. Heilung. Hier Dingens heilen. Blutungen. Getroffen. Sehr gut. Sollen wir den nochmal heilen? Eldritch Push, das blüht nur einen Schaden. Ah, die kann es wegschieben und ranziehen. Oh. Gut zu wissen. Mehr als ein Noxious Blast kann ich jetzt eh nicht machen. So, müssen wir wieder sortieren. Cool, Essen. Zucker. So, du musst jetzt mal dahin. Und du tauschst noch mit dem. So rum. Jetzt haben wir es, glaube ich, wieder. Und? Ja! Herlooms! So, und jetzt gibt es hier bestimmt auch einen Kampf, ein Loot. Tada! Ich wusste es doch. Surprised! Oh, ich hab die Gegner überrascht. Das ist ja schon mal ziemlich cool. So. Disorientating Blast. Ne, manchmal. Blinding Gas. Die beiden da hinten erstmal. Können nämlich zwei stunnen, das ist ziemlich geil. So, der hat 24, das ist halt richtig übel. So, erstmal den getötet. Dazzling Light, kann ich den vielleicht noch stunnen, wenn ich Glück habe? Jupp, alle gestunnt. Illumination, auf wen? Wahrscheinlich auf. Ja. Ah, Miss, schade. Grape Shot. Nice. Das war richtig schön Schaden. Disorientating Blast. Hätte ich gar nicht gesehen, ja. Dann der Tausch mit der da. Ah, sogar ganz nach vorne getauscht. Das ist ja noch geiler. Bam. Ins Gesicht. Erstmal den töten. Vielleicht war es gar nicht so eine schlaue Idee, weil dann stand komplett falsch, also stand der auch falsch. Ich nehme mich nur an erster Position und an zweiter. Aber Schildschläge finde ich nicht so geil. Vor allem war das ein Stun-Schlag noch gleichzeitig. Deswegen ist ein Blast auf sie. So, und du musst eins nach vorne laufen, kannst eh nichts anderes machen. Dazzling Light auf den, mit der ich diesmal gestunt wird. Gestunt? Oh, das hat nicht geklappt. Natürlich kacke jetzt. Oh, das ist irgendwie ein Stress. Stress plus wieder, das war nicht so cool. So, Dazzling Light immer noch auf den, nochmal. Wieder widerstanden. Lass mal den noch töten hier. Explode. Au! For the slightest lapse in concentration. Ah, der trifft nicht. Er trifft nicht. So, vergiftet. Geht doch. Tot. As victories mount, so too will resistance. So, das. So. Und du darfst jetzt da reingucken. It's trapped. Blasted all. Ah, der hat, glaube ich, wieder widerstanden. Das ist ja ganz nett. Was
sind die für eine Krankheitswiderstand? Blight, 50% Widerstand. Ach so, das ist natürlich ziemlich cool. Das sind sogar 60% Stun-Widerstand. Nice. Und Desplo, 67%. Okay, also nur einer aus drei bringt den überhaupt um. So, muss ich weiterkämpfen. Wie weit bin ich? Auch bei 100 Licht. Na gut, dann, ne? Kämpfen halt. Hier so fette Viecher. Ekelhaft. Fünf bis elf. Wir können den töten. Macht's nicht. Und der befällt euch nicht zum Bluten. Bump in the night. Disorientating Blast. Wieder auf den da, damit er nicht so von hinten agieren kann, sondern ein bisschen andere Position hat. Dann kann er nämlich nicht mehr so seinen vollen Schaden auspacken. X-Blade. Ich würde sagen, wenn jetzt noch so ein Crit kommt, ey. Oh, wie er nicht trifft. Wie er nicht trifft. Muss mal stunnen hier. Komm. Ja, trifft vielleicht mal. Aber der blutet trotzdem nicht. So, heilen. Den, auf jeden Fall. Ich brauche die Heilung. Blinding is? Nein, disorientating. Noxious Blast. Den muss ich mal durch den Fetten durch, um zu sagen, noch wieder betäubt ist. Chop. Jawohl, 9 Schaden, ey. Nice. Der kann halt bloß mit seinem Nahkampfangriff angreifen, der nicht so wahnsinnig genau ist. Prodigious auch nicht so wahnsinnig effektiv. Does not dissuade the sharpened blade. So. So, erstmal den töten, damit er mir keinen Schaden mehr macht. Nach Möglichkeit. Und den auch noch ein bisschen verletzen. Möglichst bald stirbt. Ja, wir gehen immer auf den zweiten. Also Guppy, du bist irgendwie Ziel Nummer 1. Der könnte sich nochmal heilen. Das kann auch so auf dem Kampf ja nicht. Sie könnte ihn nochmal heilen, den Guppy, damit er hier nicht irgendwie zeitlich segnet. Er kann wieder angreifen und töten. A trifling victory. Tickle. But a victory nonetheless. So, du darfst wieder reingucken. Loot. Geld und Essen. Schon echt ganz schön viel Essen eingesammelt. Eat. Kein Problem. Da habe ich jetzt echt genug dabei. Scouting. Na wieder. Toll, eine Falle. Okay. Muss ich den hier nehmen, was eine scoutete Falle ist. The match is struck. A blazing star is born. Das Amt, sehr gut. Perfekt. Marchrends. Hab ich irgendwelche Items, die ich irgendwie verwenden kann? Nee. Nee. Da gucke ich auch daran nicht rein. Muss ich ehrlich sagen. Na, okay. Ich hab's natürlich meine Schaufel dabei. Cold stone seems bent on preventing passage. Ich hab zu viele Fackeln dabei, sehe ich gerade so. Kann ich hier irgendwie. Was kann ich das so machen? Nein, so. So irgendwie. Kann ich mit was interagieren? Ich hab nicht irgendwie in einem Stream jetzt gehört. Ich glaube, vielleicht interagieren kann. Guck mal rein. Ja. Ja, natürlich liest sie wieder irgendeine Scheiße. Oh Mann, er liest halt immer die schlimmen. Immer meine Leute lesen immer die schlimmen Sachen. Scouting. Nochmal. Cool, noch eine gescoutete Falle. Das ist ziemlich nice. Gescoutete Fallen sind immer ziemlich nice. Und da gucke ich wieder nicht rein, weil das ist schrecklich. Und der Siedlerschaft. Nice. Das ist richtig gut. Das läuft gerade richtig gut. Ich hoffe jetzt, ist der Endkampf nicht irgendwas extrem Hartes. Na, es könnte schaffbar sein. Theoretisch. Wenn der mir nicht zig Millionen mal irgendeinen Quatsch reindrückt. Grapeshot Blast. Ah, immer noch ordentlich Schaden gemacht.
Blinding Gas, auf jeden Fall. Die beiden da hinten erstmal anhalten. Ich würde gern den töten. Ja, the Tide Rise, the Tides Fall. Ich geh wieder auf den. Oh, er hat gedodged, sehr gut. Die gehen alle nur auf Kubis, das ist total schrecklich. So. Auf jeden Fall wieder heilen. Ey. Du wirst dann erstmal. Ja, das kann ich alle drei wieder. Jawohl, das ist richtig übler Schaden. Das ist richtig übler Schaden. Ah, Dodge. Schade. Dann können wir versuchen. Hinten können wir sonst stunnen, aber der dodgt auch. Das hilft mir nicht weiter. Disorientating Blast. Hätte ich gerne auch sehen. Resist. Hat ja nie viel genutzt. Trotz Treffer. Ja, das zieht die Heilerin vor. Das ist Shit. Das ist richtiger Shit. Ich glaube, Kubi kann da genau gar nichts machen. Ach nee, wir sind gar nicht dran. Ich dachte, ich wäre dran. Ja, der wird mit seinem Stress irgendwie Blut in den Kopf gekippt kriegt. Doch, der kann sogar was machen. Kann sogar ziemlich normal schießen und wirken. Nice, Doppelkill. Und 8 Schaden. Illumination. Und sie tötet ihn sogar damit. Sehr gut. Perfekt. 1000 Gold. So, ich würde aber gerne noch, dass du da reinguckst. Ja, Sarkophag. Hidden Treasures. Nice. Take all. So, dann haben wir doch wieder was sehr erfolgreich abgeschlossen. My room, hall by hall. We reclaim what is ours. Nice, das gab richtig Cash, wenn ich mir angucke. 8000. Improved Balance. Plus 50% Move Resistance. Necromania. Ach Gott, der macht immer irgendwo Leichen im Sinn auf. Natural String Genauigkeit. Was? Wenn Stress über 50 ist, minus 100% ist er nicht mehr. Okay. Das ist zumindest irgendwie doch positiv. Range minus 5. Okay, wenn er irgendeinen Fernkampfangriff macht, 5 weniger Schaden. Aber er blutet auch weniger. Gut, er ist eh nicht so der Bluter. Oder der so für anfällig ist. I can still see their angry faces as they stormed the manor. Die ist nicht im Ort. I was dead before they found me. Survival ist das nur an. Und Nomad Wagon ist noch. Nomad Wagon? Shop for rare items. Okay. Kits and charms. Gathered from all the forgotten corners of the earth. Light Resistance und minus 4 Dodge kann ich jemanden umhängen. Stressresistenz, aber dafür werden eher gestunt und eher gedebufft. Was kann ich hier machen? Number of Trinkets available to 4. And use Trinkets cost by 10%, okay. Achso, und hier ist das Survivalist Camping Skills. At home in wild places, she is a stalwart survivor. And a strict die können sich welche kaufen, okay. Oder halt die Kosten reduzieren, alles klar. Blacksmith, da braucht sich doch irgendwas dafür, oder? Ah genau, da muss ich erstmal hier auf Stufe 2 irgendwas bringen. Und das sind bloß die Kosten für Armor. Ich würde sagen, ich schicke den nochmal hier hin. Auf jeden Fall, dass er nur ein bisschen ausruht. Und die anderen sind ja gar nicht so kritisch, also die haben alle noch so um ein Drittel maximal, kurz über, oder kurz um die Hälfte. Die würde ich wahrscheinlich alle gar nicht, weil der wird nicht mehr trinken und geht da halt spielen, würde ich sagen. Einfach nur, damit er sich auch holen kann. So, dann würde ich sagen, was ist das für Folge 7? Dankeschön fürs Zuschauen an meine treuen Zuschauer, die es sich anschauen. Ich war jetzt ein bisschen im Hochladen hinterher, es tut mir leid. Ich spiele nachts gerade relativ viel und das ist schwierig, wenn ich dann hochlade und so weiter. Also da muss ich mal schauen. Muss ich irgendwie einen anderen Rhythmus finden, wann ich das hochlade. Von zu Hause aus dauert es nämlich eine ganze Weile. Aber ich kriege das schon irgendwie hin, wenn ihr das seht, auf jeden Fall. Dankeschön fürs Zuschauen und bis bald, meine Freunde.